Ja. Kannst du mal über eine Spindel hier, geht das dann nach unten und oben. Ja, so bekommt man mal einen Einblick ins Innenleben hier. Ja, und ich habe schon gehört, das Ganze funktioniert ja auch. Ja. Also die Schläuche haben echt alle eine Bedeutung. Ja. Mhm. Ah, hier wird der vorne gedreht, ja. So, das war jetzt hier das Schleuderrad. Das geht darum, den Schnee wegzuschieben. Und das kann man alles hier rüber steuern. Einmal kann man hier die Richtung ändern, indem man hier an dem Hebelchen dreht, also die Richtung des Schleuderrads vorne. Und hier hat man die Möglichkeit, vorwärts oder rückwärts zu fahren. Ansonsten ganz normal, wie ein Dampfkessel funktioniert oder Dampfmaschine. Kohle rein, erhitzen, Wasserdampf und dann geht es vorwärts. Und das hier ist der Aufbau dazu. Dann steht hier hinten der Heizer und hier vorne steht der Lokführer.